Und Clive, habt ihr euch entschieden? Wer begleitet euch bei eurer Suche? Von mir aus? Und? Was brauchen wir denn? Ich habe bereits eine Liste vorbereitet. Hier. Knoblauch. Mondschnecke. Ist das wirklich die richtige Liste? Hört sich eher nach einem Kochrezept an. Auch wenn sie alltäglich klingen mögen, besitzen diese Dinge längst vergessene Kräfte. Einst war die Nachfrage nach ihnen groß. Und zwar so groß, dass sie beinahe ausgerottet wurden, weshalb Mondtau in Vergessenheit geriet. Versucht es auf dem Markt in Nordstedt. Mittlerweile sind die Zutaten wieder weit verbreitet. Ach, das trifft sich ja gut. Ich wollte dort ohnehin demnächst einen alten Bekannten treffen. Deshalb gehe ich am besten vor. Wir sehen uns da. In Ordnung. Sei vorsichtig. Viel Glück, Clive. Euch ebenso. So, wo ist Taya? Tritt näher, nur keine Scheu. Einen wunderhübschen Tag noch. Halte die Sardinen schön kühl. Genau die brauche ich. Noch einen da bist du ja, Taya. Ja, und da bist du. Ich habe mich schon umgeschaut und denke, dass wir hier alles bekommen. Aber wenn wir uns aufteilen, geht es noch schneller. Jeder ein paar Zutaten. Na gut. Was soll ich suchen? Mal sehen. Besorg du doch den Knoblauch und die Pepionüsse. Und dann treffen wir uns am Tor wieder. Kaufen, verkaufen oder verschwinden. Verstanden? Na, schönen Dank auch. Es gibt Gerüchte. Wer zur Hölle soll sich solche Preise leisten? Viel haben wir nicht, aber sieh ruhig selbst. Du bist in Kilbrück immer willkommen. Taya ist sicher auch schon soweit. Na? Alles aufgetrieben? Hab ich. Hier. Knoblauch und Pepionüsse. Sehr gut. Ich bringe die Sachen schnell zu Harpo. Er wartet sicher. Wobei... Einen Moment haben wir noch, oder? Komm mit. Schon komisch. Das ist das erste Mal, dass wir beide zusammen etwas erledigen. Jetzt, wo du es sagst? In all den Jahren, in denen wir uns kennen, hast du mich nicht einmal gefragt, ob ich dich irgendwohin begleite. Ein Jammer. Lieber spät als nie. Wolltest du nicht noch was erledigen? Ich hatte gehofft, bei dir gelegen. Doch leider ist der Mann, bei dem ich sonst kaufe, nicht da. Ich frag nachher Was hast du? Wie? Ach, es ist nur... Einmal war ich mit Sid hier. Um Vorräte zu kaufen, genau wie heute. Und genau wie heute war ich erfolglos. Sid hat sogar genau wie du angeboten, für mich mit Karum zu reden. 5 Jahre ist das jetzt her. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern.
Warte mal. Dann kennen wir beide uns auch erst seit 5 Jahren? Kommt mir länger vor. Mir auch. Es ist so viel passiert. Danke, Taya. Wofür? Für alles. Du bedeutest uns allen sehr viel. Wir brauchen dich. Wenn ich das... Aber... Du wirst auch gebraucht. Ich denke, wir sollten langsam zurück. Je schneller Harpo diese Zutaten bekommt, wir sehen uns später im Versteck. In Ordnung. Ja, ist schon. Ich sollte Hippokrates fragen, wie er vorankommt. Der Mann, der euren Eltern... Wie geht es mit der Recherche voran, Hippokrates? Gut. Sehr gut sogar. Vielen Dank, dass ihr dafür den Einkauf erledigt habt. Ich habe Taya schon alles erklärt. Alles Weitere überlassen wir am besten ihr. Die Zutaten haben wir ja nun. Bleibt nur noch das Brauen. Das übernehme ich. Beim Herstellen mysteriöser Gebräue macht mir keiner was vor. Das glaube ich dir gern. Und was ist mit den Schilden selbst? Sind schon in Arbeit. Bardolf und Obolus kümmern sich darum. Sie meinten, es dauert nicht mehr lang. Danke. Euch allen. Gern geschehen. Jill, kommst du mit mir in die Krankenstube? Eine helfende Hand kann sicher nicht schaden. Natürlich. Ach und, Clive? Es war schön zu reden. Lass uns das mal wiederholen. Wie es scheint, ist unser Werk fast vollbracht. Schade. Ich habe die Abwechslung durchaus genossen. Sind die Schilde und der Mondtau fertig, muss die Tinktur nur noch aufgetragen werden. Allerdings muss danach ausgiebig geprüft werden, ob alles funktioniert. Vielleicht sollte jemand mit Bescheid geben. Das übernehme ich. Danke, Hippokrates. Sollte ich mit wohl Bescheid geben. Angefangen, Bücher zu lesen, die keine Bilder haben. Tut mir leid, dass es gedauert hat, Mitt. Dafür kann ich dir sagen, dass die Schilde in Arbeit sind.
Ihr habt was gefunden? In gewisser Weise ja. Harpokrates wusste von einer hitzebeständigen Substanz. Die sollte den Schutz liefern, den das Schiff braucht. Der Schild wird jetzt unter seiner Aufsicht konstruiert und getestet. Perfekt. Ich wusste, du schaffst das. Aber nicht doch. Ich war nur der Laufbursche. Also dann, mal sehen, wie wir den ganzen Kram zusammengeschraubt kriegen. Auf zum blühenden Amboss! Ihr wollt, dass ich was mache? Ich schmiede Schwerter und Schilde. Nicht irgendwelche Wärme, was auch immer das war. Verschubaggregate. Sag ich doch. So oder so, hier baue ich den Kram nicht zusammen. Hier steht genug Zeug rum. Ich zieh nach draußen um. Mit, du holst uns die Teile oben vom Deck. Ich übernehme hier den Rest. Schon dabei. Und bring mir den größten Hammer, den du findest. Ich werde hier gleich ordentlich die Funken fliegen lassen. Es ist endlich vollbracht. Ja, endlich. Ich glaube, mein verdammter Arm fällt gleich ab. Danke, Clive, Schledon. Ihr seid toll. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch dreimal. Wie bitte? Das war erst der Auftakt. Die Enterprise hat 4 Mithril-Antriebe. Und da brauchen wir natürlich für jeden ein Aggregat. Das heißt also... Keine Sorge. Den Prototypen haben wir ja abgehakt. Den Rest bauen meine Jungs in Canva. Die werden sich freuen. Dann gehe ich mal und leg meinen Ellbogen auf Eis. Wenn noch mehr Arbeit ansteht, macht sie gefälligst selbst. Was hast du denn? Ich denke nur an die Zukunft. An den Tag, an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegensegelt. Auf der Suche nach einem Land ohne Fäule. Das war unser Plan für sie. Damit wir dann, wenn hier alles den Bach untergeht und die Kontinente komplett schwarz werden, vielleicht doch eine Chance haben. Das war unsere Vision. Unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein. Aber jetzt, wo sie fast fertig ist, merke ich, dass ich mehr für sie will. Sie soll kein Rettungsboot sein, an das wir uns klammern, weil wir keine Wahl haben. Ich will... Die Leute sollen nicht auf ihr segeln, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. In einer Welt, in der wir nicht nur überleben, sondern unsere Leben leben. Ich arbeite daran. Ich will nämlich auch, dass dein Wunsch wahr wird. Das dachte ich mir fast. Pass auf, ich weiß, was ich mache. Sobald die Enterprise seetauglich ist, mache ich dich zum Kapitän. Du wirst das Richtige mit ihr tun. Bist du dir da ganz sicher? Irgendwas sagt mir, dass Paps das so gewollt hätte. Er wäre stolz auf dich. Du gehst jetzt zu seinem Grab, oder? Das wollte ich. Und jetzt, wo dein Projekt fertig ist, kannst du sicher auch mit. Klar. Ich muss nur eine kleine Sache erledigen. Bin gleich da. Also gut. Ich sag Otto, dass du mitkommst. Wir warten in der Messe auf dich. Ei, ei, Captain. Wir
Schmidt sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Echt? Das da ist ein Schiff? Na, Clive? Lebst du noch? Bist mit fertig damit, das halbe Versteck durch die Lande zu scheuchen? Ich schwöre, dieses Mädchen tut alles, um dem Besuch an Papas Grab zu entgehen. Kommt sie jetzt wenigstens mit? Ich denke schon. Da ist wohl noch eine letzte Sache, die sie erledigen muss. Aber sicher ist sie bald hier. Hat sie gesagt. Wortwörtlich. Ja, hat sie. Clive. Wohnst du eigentlich auf dem Mond? Sie muss nichts erledigen. Wahrscheinlich ist sie inzwischen schon halb in Canva. Ach, Matt. Vielleicht erwische ich sie noch. Obolus, hast du mitgesehen? Yep. In einem Boot. Ist in die Richtung. Dann bin ich zu spät. Wieso haben's denn heute alle so eilig? Ich hab ihr angeboten, sie rüberzufahren, aber sie war sofort weg. Hat ein Boot gemietet und ist davongerudert wie von der Hummel gestochen. Hat ganz schön Energie, die Kleine. Aber egal. Gut, dass du hier auftauchst. Ich wollte sowieso gerade hoch zu dir. Ich habe hier ein Schreiben für dich. Kam per Kurier von deinem Onkel. Und der meinte, ich soll's dir nicht nur persönlich übergeben, sondern auch noch unverzüglich. Ist hiermit erledigt. Danke, Obolus. Keine Ursache. Was gibt's Neues, Onkel? Probleme in Canva. Na gut. So kann Gav mit im Auge behalten. Soll heißen, Mitt hat uns die Drecksarbeit machen lassen und ist dann entspannt in den Feierabend gesegelt? Seht da. Ganz so aus. Tja. Und was lernen wir jetzt daraus? Wenn du das nächste Mal Sid besuchen willst, dann kette sie besser irgendwo an, bevor du ihr davon erzählst. Kommt, seid nicht so streng mit ihr. Gibt's zu, auch Knochenarbeit kann Spaß machen. Alle packen an, Erfolgserlebnisse und so. So ist doch auch die Bude entstanden. Hast recht. Na siehst du, können wir dann so langsam los zu Sid? Ich würde lieber früher als später in Canva aufschlagen. Ich kann ja Lord Rossfield von den 7 hohen Häusern schlecht warten lassen, oder? Nicht, nachdem er mich persönlich angefragt hat. Gav und ich gehen dann. Sieh du hier nach dem Rechten. Ihr könnt auf mich zählen. Aber richte Sid und den anderen meine Grüße aus. Ja? Ach übrigens, Jill wollte auch mit. Hat wohl noch was zu erledigen, wollte aber nachkommen. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich habe deine Worte noch im Ohr. Dass man vielleicht den Mund halten sollte, wenn dir niemand mehr zuhört. Aber eins sage ich dir, mein Freund. Hugo Kupka ist tot. Sein Schatten liegt nicht länger über uns.
Ich wünschte, der Phönix hätte an dem Tag bei uns sein können. Er hätte vielleicht doch noch alles zum Guten gewendet. Nicht mal der Phönix kann Tote zurückbringen. Leben hat einen Anfang und ein Ende. Daher müssen wir jeden Moment auskosten. Doch nicht als Sklaven der Kristalle. Als freie Menschen. Habt ihr gewartet? Charon. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch allen so geht, bevor ich die Vorräte aufstocken gehe. Es war auch schon damals nicht die schönste Gegend. Es war aber nie so schlimm wie jetzt. Leider. Nichts hält die Pfeile auf. Nicht lange. Und es wird überall so aussehen wie hier. Unsere Mission bleibt unverändert. Wir kämpfen, bis alle Mutterkristalle zerstört sind und ihr Durst nach Äther mit ihm. Der letzte, der in Sturm verbleibt, ist Drachenschweif im Kristalldominium. Unser nächstes Ziel. Auf nach Dichasia. Ist ja neuerdings die Hauptstadt des Kaiserreichs. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Wachen da rumlaufen werden. Wird euch zwar nicht aufhalten, aber ich werde das erstmal gut auskundschaften. Da hast du recht. Wenn ihr ins Dominium wollt, solltet ihr auch den Lulatsch-Stamm mitnehmen. Götz? Hast du schon vergessen, dass du der meistgesuchte Mann auf beiden Kontinenten bist? Ich dachte, ihr könntet euch doch als Begleiter eines fahrenden Händlers ausgeben. Aber wenn ihr eine bessere Idee habt... Du wolltest dir Werkzeuge besorgen, oder nicht? Das ist deine Chance. Du lässt mich gehen? Mit denen? Danke, Tante! Lass das, du Grobian! Du brichst mir noch sämtliche Knochen! Es gibt eine Karawane, die verkehrt immer zwischen dem Dominium und den Bocklab-Märkten. Sie gehört zur Händlergilde. Also zeigt einfach Götz Händlerpass vor und sie wird euch mitnehmen. Sich dir anzuschließen ist sicherer, als den ganzen Kristallpass zu Fuß zu gehen. Das steht fest. Danke, Karl. Und schön, dass du mitkommst, Götz. Alles klar. Erst helfe ich Tante, dann treffe ich euch. Wir sehen uns unten in Bocklad. Lass los, meine armen Finger! Jill, du kommst mit mir. Verstanden. Und Gav? Bin schon unterwegs, Captain. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Hast du das gesehen, Sid? Dein Schützling hat sich wirklich zu einem prächtigen Geächteten gemausert.
Wie geht es dir? Besser. Dank Talia. Das höre ich gern. Torgal hat auch geholfen. Nicht wahr, Große? Früher war das hier eine vielbefahrene Handelsstraße, bis die Republik eine breitere Straße angelegt und die Handelsroute verlegt hat. Diese hier hat man wohl den Gesetzlosen überlassen. Genau. Es dürften also noch mehr Geächtete unterwegs sein. Sollen wir es wagen? Also doch so schlimm, ja? Oh ja, da drin lauert Gefahr. Und zwar von der ganz üblen Sorte. Gibt es ein Problem? Ah, aber wie wär's mit diesem furchterregenden Krieger hier? Ob er der Aufgabe vielleicht gewachsen wäre? Wäre er garantiert, wenn er denn gewillt ist, uns zu helfen. Sei gegrüßt, Freund. Mein Bruder und ich wurden beauftragt, den Wagen eines Händlers zu suchen. Du hast nicht zufälligerweise irgendwo ein herrenloses Gefährt gesehen? Welcher Händler verliert denn seinen Wagen aus den Augen? Tja, der gute Mann dachte wohl, dass er von Goblins angegriffen wird. Und da hat er alles stehen und liegen lassen und ist abgehauen. Und wir sollen den Wagen jetzt holen, aber er ist nirgends zu finden. Ich bin zwar kein erfahrener Kämpfer, aber das riecht mir doch verdächtig nach Banditen. Ich fürchte, mein Bruder hat recht. Und diese Lumpen liegen garantiert noch irgendwo auf der Lauer. Da wette ich drauf. Wir beide haben zwar schon einiges erlebt, aber ich bezweifle, dass wir einen solchen Hinterhalt überstehen würden. Du dagegen siehst aus wie jemand, der mit ein paar Strauchdieben locker fertig werden würde. Was sagst du? Hilfst du uns? Wahrscheinlich wirst du dich so oder so mit ihnen rumschlagen müssen, sobald du in diese Richtung weiterreist. Aber wenn du uns hilfst, bekommst du zumindest eine Belohnung dafür, dass du sie aus dem Weg räumst. Tja, wenn ich ohnehin nicht um sie herumkomme? Man merkt sofort, da sitzt ein blitzgescheiter Kopf auf deinen breiten Schultern. Wir können uns wohl glücklich schätzen. Also dann. Besagter Händler hatte in Boklad wohl große Geschäfte geplant und seinen Wagen deshalb komplett voll mit Waren gestopft. Und ich fürchte, wir kriegen den Rest unserer Bezahlung nur dann, wenn wir die Ware unversehrt an ihn zurückgeben. Also pass auf, dass du da nicht alles kurz und klein schlägst, ja? Von mir aus. Solange ihr nicht erwartet, dass ich den Wagen danach für euch zum Markt ziehe. Nein, nein, das mit dem Wagen machen wir dann schon. Kümmer du dich einfach um die Banditen und sag uns dann, wo genau wir ihn finden. Alles andere erledigen wir. Irgendwie merkwürdig, die beiden. Aber wenn es hier wirklich Banditen gibt, kümmere ich mich... Aufgewacht, Männer! Da sind Gäste. Da haben wir sie ja.
Hier drüben! Genug! Die werden erledigt. So. Fehlt noch der Wagen. Das wird ein Albtraum, das alles hier wegzuschaffen. Na, da haben wir aber genau den richtigen Mann an Land gezogen, oder? Hat den Wagen gefunden und keinen einzigen von den Dreckskerlen entkommen lassen. Da wird sich unser Händler aber freuen. Und wie wollt ihr die ganzen Sachen jetzt hier wegbekommen? Das kriegen wir schon hin. Wir können doch nicht von dir verlangen, auch noch unsere Kohlköpfe zu schleppen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Den Rest kannst du getrost unsere Sorge sein lassen. Hier. War schön mit dir. Und jetzt zisch ab. Nicht unhöflich werden, Bruder. Was, wenn wir ihn das nächste Mal wieder brauchen? Die Brücke sieht ziemlich alt aus. Hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Die Ruine sollte zumindest halten. Der Weg geht auf der anderen Seite weiter. Das ist also Zemeckis. Das Land der Götter. Es ist noch beeindruckender, als ich dachte. Als Kind hat mich diese Geschichte unglaublich fasziniert. Vor langer, langer Zeit wurden die Menschen von Gier übermannt und wollten den Göttern ihre Macht entreißen. Die letzte Schlacht trug sich hierzu, an diesen Wasserfällen. Zumindest der Legende nach. Wenn es je jemand schafft, diese Tiefen auszuloten, erfahren wir vielleicht, ob da was dran ist. Doch die Götter triumphierten über sie und straften der Menschen Überheblichkeit. Seitdem liegen auf uns zwei Flüche. Domini und Träger.
Ehrlich gesagt, ich fand es immer seltsam, dass Domini und ihre Esper ein Fluch sein sollen. Bei uns erbte der Dominus den Thron. Er wurde verehrt und nicht etwa verachtet. An dieser Stelle der Geschichte habe ich damals immer gedacht, dass ich etwas falsch verstanden hätte. Du hattest viele Sagenbücher, oder? In deinem Zimmer, als wir jung waren. Die alten Legenden fand ich immer am besten. Epische Schlachten zwischen Gott und Mensch. Vater ließ mich so viel lesen, wie ich wollte. Weil es gut für meine Bildung sei. Damals warst du ein Junge wie jeder andere. Sieh dir das an. Man könnte glauben, die Legenden wären wahr. Ich weiß. Es ist nicht mehr weit bis Boklad. Ab hier wird es sicher belebter. Also müssen wir vorsichtiger sein. Clive, was hast du denn? Nichts. Es ist nichts. Bericht ist also wahr, Vater? Auf dem Thron sitzt jetzt Olivier? Aber ja. Ab nun wird Olivier die Bürde der Neugeburt des Reichs auf sich nehmen. Wie soll er das Reich anführen? Er ist bloß ein Kind. Natürlich berate ich ihn, bis er mündig ist. Vater, bitte! Ich bin nicht mehr der Jüngste. In unserem neuen Kaiserreich muss frisches Blut regieren. Und wer wäre dafür besser geeignet als mein Sohn? Da wäre noch etwas, Dion. Hugo Kupka ist tot. Und Drachenfang zerstört. Die Pfeiler der Republik sind gefallen. Nicht lange und das heilige Banner Sambrex weht über jeder Stadt in Stürmen. Und dann, Valistea, alles soll bald unterworfen werden. Vater, das sind die Worte eines Tyrannen. Es sind die Worte einer Göttin. Unsere Herrin, die ich verkörpere. Große Quigos, Menschenform. Zurück zu deinen Truppen, Dion, und halte dich bereit. Zeigen wir der ganzen Welt die wahre Macht von Sandbreck. Vater. Ihr habt euch sehr verändert. Ist das wirklich ein Plan nach euren Wünschen? Oder sind es eingeflüsterte Gedanken? Von Ultima vielleicht? Was redest du da? Ich spreche für mich und nur für mich allein. Ich schulde aber Annabella Dank, deren Rat mir vieles deutlich gemacht hat.
bezüglich der Natur von Ländern, von Herrschern und auch von Göttern. Ihr vertraut den Worten dieser Verräterin. Sie brach ihre Treue zu Land und Ehemann. Deine Dienste waren für Sanbrek stets von unschätzbarem Wert, Prinz Dion. Sicherlich wirst du auch deinem neuen Kaiser treu ergeben sein. Das kann nicht! Zurück! Was fällt dir ein? Du wirst gefügig sein. Renitenz ist Sünde. Herr, vergebt mir. Beenden wir diesen Unsinn. Kommt, Eure Heiligkeit. Das Rowena-Syndikat erwartet euch. Oh, nicht noch ein Treffen mit uralten Opas. Wie langweilig. Ich habe Hunger, Vater. Können wir nicht lieber was essen? Schmerzt es dich, dass nicht du den Thron erben wirst? Glaubt doch, was ihr wollt. Sei dankbarer, Dion. Als Bastard von Bahamut erkoren zu werden, ist Wunder genug. Seine Flügel haben dich getragen, doch noch höher steigst du nicht. Dein Blut wird diesen Thron nicht beflecken. Was wisst ihr über mein Blut? Die Bocklad-Märkte liegen im Norden. Wir folgen einfach der Küste. Es wird nicht leicht, ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbrek es bewacht. Ja. Jetzt, wo Selver die eigene Hauptstadt verloren hat, wird er seinen neuen Sitz in Dichasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und kampferfahren. Aber auf ein Ende der Belagerung können wir schlecht warten. Auf dem Weg zum Kristalldominium. Weil sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen. Hier drüben! Hier gibt's keine Kristalle. Hier sollen wir auf Götz warten, oder?
Richtig. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fertig ist. Eigentlich dürfte er schon da sein. Was meinst du, Mädchen? Lass nicht dein Zeug tragen, ich bin willig. Pfirsiche und Birnen! Wunder aus Übersee! Kommt und schaut! Schaut und staunt! Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du's nicht mehr, heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbrek besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen. Gehen wir. Er müsste hier ja irgendwo sein. Wie wär's mit ein paar Pfirsichen? Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Zeig deinen Händlerpass. Du kannst weiterreisen. Ah, Götz. Da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne können wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an den blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo. Ich kenne hier in Boklad eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die Rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor. Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Und nach diebischen Kindern. Mir aus den Augen. Ich brauche keine Träger, die nicht mal mehr den Herd anmachen kann. Siehst dir in Ruhe an? Du hast ein scharfes Auge. Leb wohl. Braucht ihr eine Kutsche? 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehören zu mir.
Das ist doch nicht zu fassen. Götz, was machst du denn hier in Bocklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich. Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen. Aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugutekommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch in Besitz von Götz Pass. Eins ist sicher, hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Herzlichen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Trag das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Aus den Augen. Ich brauche keine Träne. Sander!
Sonderpreise! Komm. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Dein Händlerpass? Bist du der Tischlermeister? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Macht das Aufpassen schwerer. Und die Opfer können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Götz muss ein wahres Bilderbuchopfer gewesen sein. Die Fischhändlerin am Tor versucht auch schon seit längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut... Fisch gefällig! Frisch, gesalzen, geräuchert! Wie wär's mit... Ah, Moment. Ihr kommt von Eloise, oder? Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen, die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Ganz sicher ist das kein Familienclan. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten, Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegswaisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir's. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Kannst weiterhalten. Entschuldige. Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Honza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. Preise! Pfirsiche und Birnen! Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig! Sie meinte wohl das Flüchtlingslager. Hoffentlich finden wir ihn dort. Papa, ich bin hungrig! Der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten
den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen, ich bin weg. Honza, wo willst du hin? Das ist also Honza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Papa, ich bin hungrig. Das war's dann. Alles. Geh mir aus den Augen! Ich brauche keine Trägerin, die nicht mal mehr den Herd anmachen kann. Lass mich dein Zeug tragen, ich bin billig. Beeil dich! Ich muss schleunigst zum Dominium auf. Verdammte rote Karawane schnappen sich immer die besten Kunden. Lasst uns auch noch was übrig. Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. Mist, gefangen. Keine Angst, Honza. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Geld versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte es eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. Honza. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Feiglinge! Ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht! Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester?
Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Boklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Honsa ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. So. Wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Boklad. Alles klar. Alles klar. Honsa, wo ist das Lager? Keine Sorge. Sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab, direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir es trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Lednikluft. Dann auf zur Lednikluft. Die Lednikluft liegt südlich von Boklad. Was dann? Papa! Hier gibt's keine Kristalle! Wir müssen weiter! Das ist dieser verdammte Drecksack, der uns hinterhergeschnüffelt hat! Hättest dich raushalten sollen! Sicher nicht die Anführer. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Weniger.
Hat sich gelohnt heute, was? Ja, ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Vor allem die Kinder. Dieser kleine Honsa hat flinke Finger. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Abschaum. Die Anführer der Findlinge nehme ich an. Sie verdienen keine Gnade, Clive. An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. Hey, das ist der Kerl aus Bosnien. Auf ihn! Bringt sie um! Da! Verbrechen lohnt sich also doch. Goldkettchen, Ringe, Gilbörsen. Ah, und Händlerpässe. Dutzende. Wurden die Namen geändert? Noch nicht. Ich kenne einige davon. Götzpass ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Na sicher. Ach, und erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt habe. Mit Vergnügen. Ah, Clive. Wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Ah, da ist er ja. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götzpass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager.
Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr, Sid? Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der Roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Was ist das? Al hat Freunde in hohen Kreisen, ich habe Kameraden in niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Wir fragen die Karawane. Geben wir Götz den Pass. Und dann auf ins Dominium.